Hallo. Ich grüße euch. Heute mal ein bisschen anders. Hallo Mike Borner, Global Enemy, Deste 88 Nova, Hi Kiki. Oh, da geht's ganz schnell. Alle wollen Hallo sagen. Ja, Homeoffice. Das kennt man, ne? Braucht man nicht lange. Ich habe mir hier so eine Ecke gesucht. Und deswegen, da das heute auch das erste Mal ist, habe ich euch ein Spiel mitgebracht, was ein bisschen auch Heimspiel ist für mich. Ein bisschen zu Testzwecken. Ne? Ich will jetzt mal gucken, ob das alles funktioniert. Gute Jörg, Eduard und die Clara in der Regie unterstützen mich da die ganze Zeit. Ich habe mehrere Bildschirme, auf die ich gucken muss. Ein bisschen ungewohnt für mich, aber wir machen das. Ne? Ich meine, Flo Salidos ist ja auch dabei, dann kann ja nichts schief gehen. Welt der Panzer? Nee, das nicht. Ach, guck mal, hätte man... Nee, nicht ganz. Ich habe auch schon... Nee, wir spielen nicht World of Tanks. Ich weiß, viele Leute mögen World of Tanks nicht. Oder ich bilde es mir ein. Zumindest ist es nicht weit vorne, glaube ich. Ah, ja, nee, RimWorld spielen wir auch nicht. Denn das wollen wir ja das nächste Mal spielen, dass ihr mitspielen könnt. Und weiß ich gar nicht, ob das so klug wäre, wenn ich jetzt hier meine private IP-Adresse... Kann mir mal jemand sagen, ob das klug ist? Ich weiß es nicht. Soll ich vielleicht lieber meine Kreditkartennummer reinhalten oder sowas? Fari Farella möchte gerne RimWorld. World of Warships, da bin ich kein Experte. Den Käse auf Blech, sagt der Drug Simulator. Den hat doch der Simon bestimmt schon durchgespielt, oder? Der hat auch sehr, sehr viel Zeit aktuell für sowas. Und ist auch immer mega aktuell. Hat der letztens dieses, der Ron Gilbert, dem war doch letztens langweilig und da hat er dieses, hat er eine kleine Expansion Pack dafür, wie heißt denn das nochmal, Sumbleweed Park rausgehauen. Simon direkt am Start gewesen. Nee, das Total War Warhammer Add-on kommt erst am 11. Juni, glaube ich. Eine Roomtour, wenn ihr wüsstet, was auf der anderen Seite der Kamera ist. Nein, ich habe das hier extra gerade mehr oder weniger hübsch gemacht. Aber wisst ihr was? Ich will gar nicht so lange quatschen. Ich meine, es ist was Ungewöhnliches jetzt hier. Vielleicht ist das dann gar nicht so schlecht. Aber lass uns... Es geht ja ums Spielen, oder? Ist leicht Async? Piep, piep. Nee, ist super gut alles. Aber falls irgendwas nicht so gut ist, dann schreibt das in den Chat, falls ich heller machen soll, falls ich lauter sprechen soll oder so. Okay, aber lass uns mal ums Spiel kümmern. Mega, mega spannend. Was ist da im Hintergrund? Ihr schaut da rum. Ja, Müll ist auf jeden Fall unscharf. Ja, das ist jetzt eine, das ist so eine Webcam, Leute, ne? Jetzt kommt mal runter von eurem hohen Technikroster mit euren 25k Twitch-Streams, an die ihr gewöhnt seid. Jo, ist jetzt hier 90er. Die Sims, ja, da bin ich eigentlich auch zu Hause. Nee, wisst ihr was? Pass auf, ich will nicht um heißen Brei laufen, so sagt man das. Ich würde gerne Supreme Commander eine Runde spielen, weil das ist ein Spiel, das kam 2007 raus, war eins der ersten DirectX 10-Spiele. Und seitdem spiele ich das sowas von regelmäßig. Einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Und ich habe es auch schon gestartet. Wir können schon mal reingucken. Guck mal hier. Woo! Und ich liebe das Teil und ich gebe euch auch einen Tipp. Denn wenn ihr das auch gerne mögt, kennt ihr die Zorian AI. Man kann nämlich die künstliche Intelligenz des Spiels, die ist halt noch mega schlecht, ne? Standardmäßig, Vanilla-Style. Aber es gibt eine künstliche Intelligenz, die kann man im Spiel reinpatchen. Und dann werden die richtig smart. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde ohne und dann eine mit. Und dann zeige ich, wie gut der Unterschied ist. Dann macht das nämlich echt Spaß. Wir spielen einfach ein Skirmish. Ich will euch gar nicht so viel erklären von dem Spiel, weil wir haben es immer mal wieder gespielt und es ist viel zu komplex. Aber was ich auch gerne mache, ich spiele gerne in der Kampagne mal rein. Und, oh ne, das Gelaber von euch wollte ich jetzt eigentlich nicht hören. Aber ich kann euch den Tipp geben. Hier mal die Schwierigkeitsgrad. Sie sind auf den Planeten gekommen und greifen Fort Clark und die zivilen Zentren. Die Fraktion darf ich gar nicht auswählen. Okay, er speichert den Fortschritt leider nicht in der Steam Cloud. Aber ihr könnt denn, also die Kampagne ist mega gut, die ist leider sehr, sehr kurz. Und ich wollte euch nur den Tipp geben. Setzt mal den Schwierigkeitsgrad drauf, dann macht das richtig Spaß. Und ihr könnt die Kampagne natürlich mit 3 verschiedenen Fraktionen spielen, ne? Ich habe jetzt Forged Alliance drauf, da ist eine 4. Fraktion drin. Wir suchen uns mal eine Karte. Das ist eins meiner Lieblings-Echtzeit-Strategiespiele. Wenn ihr das nicht kennt, ich meine, ich habe es euch bestimmt schon 2-3 Mal gezeigt. Lass uns mal... Es sind so gute Karten überall.
Okay, wir machen mal sowas. Einheiten Kapazität machen wir auf 1000. Und klare Sicht mache ich an, hier bei Nebel des Krieges, damit ihr seht, was bei den anderen passiert. Ansonsten lassen wir alles an. Auf Standard. Und dann... Ja. Können wir starten, oder? Sind wir bereit? Ich bin bereit. Ein paar Leute rein. Wir machen mal ein Teamgame, das ist auch nicht schlecht. KIX ist doof, das ist halt Cheating-KI. Die hat halt unendlich von allem und kann alles zehnmal so schnell. Das ist keine gute KI, das ist einfach nur Cheaten. Das sieht ganz anders aus, wenn die Zorian-AI drin ist. Aber erstmal ohne. Immer KI normal, KI normal, KI normal. Oder machen wir adaptiv. Kein großer Unterschied bei der Standard-KI. Und wir starten einfach mit den Cybrans und wir machen mal Teams, oder? Wollen wir ohne Teams machen? Machen wir mit Teams. Dazu müssen wir in den Optionen die Startposition auf festgelegt und Team entsperrt. So, jetzt haben wir es hier. Ich bin zusammen mit dem Grauen und dem Blauen, okay? Also machen wir Grau mal UEF und Blau mal... Ne, wir machen Blau UEF, weil das die native Farbe ist. Und Grau machen wir Seraphim, die vierte neue Fraktion. Unsere Gegner sind random. Ne, das ist auch blöd. Nachher sind das die gleichen. Okay, Seraphim, Aeon... Ne, wie heißen die? Die heißen doch Aeon, oder? Irgendwie so. Oh. Bereit? So, ich guck mal kurz ins Chat, ne? Mach mit Teams. Ich glaube, ich habe die Teams. Habe ich die jetzt richtig eingestellt? Ich glaube ja, oder? Nee, ich glaube. Ach, keine Ahnung. Legen wir mal los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Als erstes baue ich immer gerne ein kleines Produktionsstädtlein für Fahrzeuge. Es gibt die ja für Boden, Luft und Wasser. Und wenn das fertig ist, hätte ich gerne hier so einen süßen kleinen Energiegenerator. Ich cue das, wenn ich Shift gedrückt halte. Mega gute Funktion. Und dann knall ich das voll. Bitte als erstes mal 5 Techniker da raushauen. Ich liebe es wegen diesem Zoom. Es war auch eins der... Also 2007 war das mega ungewöhnlich, dass man einen zweiten Monitor unterstützt. Oder beziehungsweise ihr könnt auch, wenn ihr einen großen Monitor habt, könnt ihr den splitten. Ihr könnt bis zu... Ihr könnt Quattro-Split sogar machen mit Supreme Commander. Mega gut, mega gut. Macht auch richtig Sinn, weil diese Kartenübersicht auf einem zweiten Monitor zu haben, finde ich gar nicht schlecht. Wobei es einfach auch mit einem super gut funktioniert. So, hier, die Leute kommen da schon raus. Ich muss mich ein bisschen beeilen vielleicht. Einen neuen Auftrag geben, nicht, dass wir hier irgendwo hängen. Okay, unsere neuen Produktionseinheiten. Da unten seht ihr den Kleinen. Der geht jetzt mal los. Und holt sich die ersten Massegeneratoren. Hier ist sein Kumpel. Der macht das Gleiche. Der geht hier hin. Dahin. Und dann nach oben. Okay? Er hier ist gerade frisch. Wir müssen erstmal unsere Ressourcen hier sicherstellen. Und setzen hier ein Kohlenwasserstoff-Energiekraftwerk hin. Die sind nicht schlecht. So, sieht gut aus. Links oben müssen wir im Auge behalten. Oh, wir sind da schon im Minus. Naja, das sollte sich gleich... Wunderbar, einpendeln. Naja, gucken wir zu, oder? Ich sehe da gar keine Karte, nur einen großen Matschfleck. Was meinst du, das hier? Ich finde, das sieht mir... Warte mal ab. Na, wenn hier richtig viele Einheiten sind, das sind ja Hunderte, Tausende sogar, dann ist das sehr übersichtlich. Okay, unser Hauptroboter hier, der Typ, der baut nach dem Bogen... Einheiten gelötet. Hier erst nochmal Flugeinheiten. Okay, mach gleich 2, wenn du willst. Und wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr da Energiegeneratoren direkt rein zwischenknallen. Davon kann man nie genug haben. Apropos nie genug. Ich hab jetzt echt keine Ahnung. Sind wir Freunde oder sind wir keine Freunde? Der geht hier so nach Norden. Ich baue mal lieber ein paar Einheiten, ne? Wie wär's mit Angriffsbots? Hier drauf geklickt, baut er die unendlich. Der braucht nur einen Angriffbot. Niemand!
Okay, ich hab's voll versaut mit den Teams. Seht ihr? Ich glaube, ich kämpfe gegen alle. Shit. Ein bisschen dumm. Geh du mal bitte. Jawohl, die Runde. Okay, wir hauen hier schon die ersten Einheiten raus. Sie sind, wenn man dicht dran geht, sieht das natürlich heutzutage nicht mehr so mega gut aus, aber ihr seid ja selten dicht dran. Das hier ist eigentlich die Ansicht. Oh, da ist schon Ärger. Da kommt so ein Laufroboter. Und da läuft er durch. Mann, ist der fix. Oh, der wird gesmashed. Okay. Ja, ja, gleich geht's los. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ich darf hier keinen Quatsch machen. Ich würde sagen, wir haben fast genug Masse, um... hier mal dieses Kraftwerk abzugraden. Machen wir. Okay, wenn der nächste Roboter hier rauskommt, seht ihr? Gehen wir hier schon auf Stufe 2. Werdet ihr dann wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel kennt, sagen, oh, viel zu früh? Ja, mache ich gerne. Gegen die schlechte KI ist das, glaube ich, gar nicht blöd. Wir haben ja nicht unendlich viel Zeit, deswegen will ich ein bisschen Zahn zulegen. So, wie sieht's aus? Also, unser Hauptroboter hier, der ist soweit cool. Ich würde sagen... bau doch, wenn du schon so cool bist, hier unten auch nochmal. Dann haben wir 2 Bodenfabriken und 2 Luftfabriken. Luftfabriken könnten wir rein theoretisch schon mal ein paar Abfangjäger raushauen. Wollen wir das machen? Machen wir, oder? Ist nie verkehrt. Machen wir unendlich oft. Und dann setzen wir direkt gleich eine Patrouillenroute. Und zwar versuchen wir hier unser Territorium schon mal ein bisschen zumindest in der Luft abzustecken. Das sieht gut aus. Hier übrigens schon Luftkampf entbrannt. Oh, und da greifen die Bodeneinheiten schon hier, seine kleine, oh ja, der Massegenerator ist down hier vom grünlichen Typen, aber bei uns ist alles cool. Unser erster Düsenjäger ist auch gerade gestartet und wie sieht's aus? Wir sind hier gleich auf Stufe 2, das ist mega krass. Wenn wir hier auf Stufe 2 sind, können wir aber noch nicht allzu viel Stufe 2 Sachen bauen, denn unsere Economy ist noch nicht auf Stufe 2. Deswegen schlage ich vor, jetzt ist es durch, jetzt versuchen wir die Economy auf Stufe 2 zu setzen, hier diesen Massegenerator mal auf Stufe 2 bringen. Und ihr seht, wie hier immer wieder die kleinen Düsenjäger starten und sich jetzt langsam diesem abgesteckten Bereich hier... Commander wird angegriffen. Wer greift denn meinen Commander an? Was war das denn für eine Meldung? So, wie ihr seht, patrouillieren denn hier die Raumschiffe auf dem vorgefertigten Pfad. Eine Sache, die vielleicht gar nicht so schlecht, ich könnte mal ein bisschen Luftabwehr bauen. Was haltet ihr davon, wenn ich hier ein Luftabwehrgeschütz und da ein Luftabwehrgeschütz hinsetze? Und das gleiche hier. Doppelluftabwehr hier, Doppelluftabwehr da. Dann sind wir... oh nein, jetzt habe ich es falsch gemacht. Luftabwehr... Luftabwehr. Dann sind wir erstmal, haben wir erstmal Ruhe. Unser Stufe 2 Massegenerator ist fast abgeschlossen. Dann kriegen wir mehr Masse. Ihr seht, wir sind hier bei 0, deswegen hängen wir gerade ein bisschen. Aber sobald das abgeschlossen ist, sollte es wieder besser gehen. Wir bauen ja schließlich gerade unendlich Düsenjäger plus diese Abwehrtürme. Mehr Ressourcen haben wir gerade nicht. Okay. Und da unten wird uns das Ressourcenteil geklaut. Ein bisschen ärgerlich. Ich würde sagen, wir ziehen unsere Leute da mal hin, dann kann das nicht noch, dann passiert das nicht nochmal. Wenn ihr die Maus gedrückt haltet, könnt ihr hier diese Formation. Verloren haben wir natürlich, wenn der hier drauf geht, ne? Aber wisst ihr was? Wir haben den auf Stufe 2 und müssen mal schnell noch mehr Masse generieren. Gut, dass wir hier Luftabwehr gebaut haben, sonst hätten wir die auch schon verloren. Dann müssen wir mal gucken, hier dieser... wenn der fertig ist mit dem Luftabwehrteil, geht er mal hier runter und hilft mal hier aus, das Teil wieder neu hochziehen. So, okay, das sieht gut aus. Wir haben genug Masse, halbwegs zumindest, müssen kurz warten. Wir spielen Supreme Commander übrigens, Blackfire, Home Office. Massephase, sagt Tradian.
Planetary Annihilation habe ich auch, ja, aber Supreme Commander 1 ist das komplexeste. Das ist sogar komplexer als Supreme Commander 2. Supreme Commander 2 ist ein Witz. Das ist irgendwie ein gieriger Versuch, das gleiche Spiel runterzudampfen und für Konsole zugänglich zu machen. Trotzdem immer noch auf Konsole, also auf der letzten Generation, auf der 360 und so weiter, eins der besten Strategie-Konsolenspiele, weil da, nun gut, ne, ihr wisst ja. In der Kloschüssel der Konsolenstrategiespiele schwimmt man schnell oben zwischen den Floatern, ne? Jetzt haben wir da ein bisschen Schaden gekriegt. Ich würde mal, wo sind meine kleinen Jungs? Du hier, du. Hilf da mal aus. Okay, wir haben Masse, sehr gut. Dann bauen wir jetzt einen Stufe 2 Techniker. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Davon baue ich gleich 5 Stück. Und dann können wir Stufe 2 Gebäude bauen. Dann geht's richtig ab. Luftabwehr steht. Wunderbar. Commander in Position. Genug Energie. Masse kommt. Noch mehr Masse hier drüber. Okay. Wunderbar. Erste Stufe 2. Konstrukteur ist fertig. Sieht so ein bisschen wie so aus wie so ein ferngesteuertes Auto, ne? Okay. Jetzt können wir Stufe 2 Energiegeneratoren bauen. Wollen wir das schon machen? Haben wir dafür genug Masse? Wahrscheinlich, hoffentlich. Ich würde sagen, die setzen wir mal vorsichtig hier hin. Oha. Ja, da habt ihr das gesehen, der Bomber tatsächlich hier unseren Massengenerator ausgeschaltet. Er ist zwar dabei draufgegangen, aber hier kommt eine kleine... Ha! Okay, wir müssen jetzt langsam wirklich aufpassen. Ich pumpe nochmal ein paar Roboter raus, okay? Wir haben ja hier unseren Anführer-Dude. Der sollte das eigentlich regeln. Aber wir gehen gleich mal auch zum Angriff über. Das sind unsere Stufe 2 Leute. Sagen wir mal hier, helft mal eurem Jungs. So, läuft. Ja, Command & Conquer kommt ja auch bald, ne? Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt irgendwas erwarten sollten. Ja, das bei Planetary Annihilation andere Monde auf andere Planeten zu schießen, das ist natürlich Hammer, ne? Commander wird angegriffen. Ja. Ja, ihr habt Angst um Command & Conquer, zu Recht. Hauptsächlich begründet ihr die mit dem entsprechenden Publisher, weil der leider in letzter Zeit nicht unbedingt für Qualität stand. Ich kann auch gar keine EA-Spiele mehr spielen, weil mein Account weg ist und man kann nichts machen. Electronic Arts reagiert nicht auf Telefonanrufe, Twitter-Nachrichten oder E-Mails. Also, wenn er weg ist, ist er weg. Es gibt da niemanden, der mit euch reden will. Und ich muss mich hier mehr konzentrieren. Da oben haben sie mir den auch schon geklaut. Aber ja, ihr seht, ich hab... So, wir machen jetzt mal hier 5 Raketenbots raus und zack. Dann nehmen wir die 4 Leute, sich bitte einmal da sammeln. Das hier müssen wir auch abbrechen. Danach gehen wir auf Stufe 2. Unser Luftkraftwerk auch auf Stufe 2. Dann müssen wir parallel unsere... Der ist schon Stufe 2. Die Masse auch noch auf Stufe 2 bringen. Okay, passt auf. Gleich haben wir das hier fertig. Und dann greifen wir an. Dann fahren wir ein bisschen in die Richtung da, Süden und Westen. Okay. Hamoradov meint, Commander Conquer wird recht fein. Hoffentlich hast du recht. Marvin Weishaupt sagt, er hat das gleiche Problem. Meinst du das bei Electronic Arts? Ja, glaube ich dir. Das werden die ja nicht nur bei mir machen. Also, die warten ja nicht, dass ich anrufe und gehen ja nicht ran. Die haben wahrscheinlich ein Telefon und da ist einfach keiner. Solange deine Masseanzeige hinten rechts am Anschlag ist, machst du was falsch. Ja, das stimmt. Um möglichst effektiv zu spielen und der krasseste Tryhard der Welt zu sein, sollte man möglichst keine Masse verschwenden. Da hast du vollkommen recht. Aber ich fühle mich gerade nicht so, als müsse ich das jetzt hier krass ausreizen.
Stattdessen müssen wir hier mal gucken, was ist denn da? Das Ding würde ich gerne zurückhaben. Den haben sie mir geklaut. Der ist abgegradet, also kümmern wir uns um den. Stufe 2 bitte hier. So, da kommen unsere ersten Raketenbots. Hinterher gleich nochmal 5 schwere Panzer. Ah, 5 mobile Raketenwerfer. Den Rest lasse ich mal. Wir haben bei Cybrin, das sind ja die Roboter-Leute hier, die Roboter-Fraktion. Die gehen nicht so auf Schilde. Die sind fix schnell. Aber wenig Schilde. Auf Stufe 3 können wir, glaube ich, Schilde bauen. Recht kleine. Alle anderen Fraktionen können schon auf Stufe 2 Schilde bauen. Die hier nicht. Machen wir später, okay? Hier, das ist auch schon auf Stufe 2. Wisst ihr was? Hier gehen wir jetzt auf Stufe 3. Jetzt gehen wir richtig steil. So, okay. Dann müssen wir nebenbei ein bisschen gegensteuern. Oh, was war das? Kriegen wir den? Ihr seht, meine Luftabwehr hält, ne? Dieser kleine Verteidigungsperimeter, die patrouillieren hier, passiert nichts. Was wir jetzt machen müssen, ganz dringend, ist mal kurz den Leuten sagen, die sollen so eine Landebasis bauen. Start- und Landeeinrichtung. Bitte. Schön hierhin, okay? Dann könnt ihr nämlich auch hier, seht ihr, wie langsam die mittlerweile sind, die haben keinen Treibstoff mehr, das blinkt da. Sind wir ein bisschen spät dran, aber wenn das Ding fertig ist, seht ihr, wow, er dreht bei und automatisch, und das geht mega schnell, pass auf. Und schon düst er ab und ist wieder fix. Ja, ich baue nochmal hier. Haben wir irgendwie Probleme? Nein, wir haben keine Probleme, alles ist gut. Ich würde sagen, unsere Angreifer sammeln sich mal hier. Alles klar. Und dann gehen wir mit unseren Massegeneratoren parallel auf Stufe 3 und dann ist wirklich kein Halten mehr. Das dauert nur ein kleines bisschen. Hier versucht immer wieder so ein kleines Bombergeschwader durchzukommen, wie ihr seht. Die werden aber, naja, sobald die hier meinen Bereich betreten, ist Ende. Ich werde jetzt mal kurz die Düsenjägerproduktion stoppen und danach ja, wir warten es nochmal ab. Ich habe schon überlegt, ob wir da schon auf Stufe 3 gehen. Aber wir gehen ja hier schon auf Stufe 3 mit den Bodeneinheiten. Dann pumpen wir hier mal 10 Stufe 3 Konstruktionsroboter raus und danach ist Ende. So. Funktioniert ganz gut. Wir können den Roboter auch upgraden, das mache ich immer erst später. Ziemlich guten Kram, zum Beispiel Schildgenerator oder hier den persönlichen Teleporter. Eine bessere Waffe hier dran. Ihr seht das Teil, ne? Das ist so ein cooler, wie nennt man die? Mech, ne? Das ist ein Mech. Okay. Ich würde mal ganz kurz hier in die Mitte 2 Flugabwehrdinger setzen, Stufe 2, nicht, dass noch ein Malheur passiert, okay? Und, oh, hier, die Masse ist stark reduziert. Wir hauen da gerade ein bisschen viel raus. Das sind wahrscheinlich die 5 Stufe 2 Techniker, die gleichzeitig hier gerade rumschrauben. Ich ziehe mal 2 davon ab und dann normalisiert sich das hier links oben wieder. So schnell müssen wir da nicht sein. Okay. Ich würde sagen, wir schicken mal die Jungs jetzt Informationen und dann dürfen die da mal angreifen. Das gucken wir uns dann mal an. So, hier, die Stufe 3 Geschichte ist gleich fertig. Aha. Ja, da sind sie. Ich gebe zu, die Animationen heutzutage nicht mehr die allerkrassesten, aber gut. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ihr seht, dass hier unsere Raketenjungle, wer ist das hier? Das ist der mobile Raketenwerfer. Ist nur einer fertig geworden. Der schießt gleich. Na? 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 Und das, der hat halt auch eine Reichweite, ne? Wie ihr seht.
Ja, ich kann da drüber hovern, dann seht ihr die. So, wenn ich jetzt... So, ich glaube, Shift war Formationsbewegung. Wir ziehen mal vor. Er hat auch schon Stufe 2, ne? Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ein Stufe 2 Techniker, der hier rumstreunert. Aber wir stehen jetzt direkt vor seiner Basis und mit den Raketen, die wir hier feuern, sollten wir da schon reinkommen und das easy peasy. So, wie sieht's aus? Unsere Masse generiert sich vorbildlich. Parallel brauchen wir davon noch mehr. Da können wir nie genug von haben, okay? Zack. Warte mal, wollten wir nicht in Stufe 3... da irgendwas falsch gemacht. Okay, ihr seht, das funktioniert hier relativ gut. Wir stehen vor der Basis und die einkommenden Einheiten machen wir platt. Ich würde jetzt langsam auch vorrücken. Hier zu lange stehen macht keinen Sinn. Also, los geht's. Rücken wir mal vor. Man muss halt auch auf die Neigung des Geländes ein bisschen achten. Deswegen stelle ich mich jetzt hier hin. Weil wenn ich die Leute hier hinstellen würde, seht ihr, würden die gegen den Berg ballern, wenn sie in die Richtung schießen wollen würden. Okay, gucken wir mal, ob hier Point Defenses sind, also Verteidigungsanlagen. Ja, tatsächlich, aber... aber kein Problem für meine Leute hier. Okay. Oha, hier haben wir aber ein Problem. Jetzt müssen wir schnell Stufe 2 Luftverteidigung pumpen. Aber wisst ihr was? Nee, egal. Jetzt haben wir hier ein Problem. Uiuiui, jetzt setzen sie hier aber was ab, ha? Unsere Masse da verloren. So, das sind die Transportschiffe, die sehen ein bisschen aus wie diese Raumschiffe von Dune, wenn ihr euch erinnert. Aber die haben ein paar Leute abgesetzt. Das ist jetzt ein bisschen doof, da kommen wir aber schon und dann regeln wir das. Wir können direkt mal mit einem Overload starten. Ach nee, haben wir noch gar nicht. Schade. Commander wird angegriffen. Commander, der macht das ohne Probleme, ne? Sind halt auch nur Level 1 Einheiten, dementsprechend. Commander wird angegriffen. Das hier ist ein bisschen nervig, das. Und Luftabwehrgeschütz haben die einfach reingesetzt. Das Coole ist, rein theoretisch können wir jetzt den gegnerischen Techniker. Guck mal hier, den können wir jetzt klauen. Wir übernehmen den einfach. Commander wird angegriffen. Ja, werden die nicht zu lahm? Die sind leider zu lahm. Und manchmal wollen die gar nicht. Der Angriff hier läuft. Ich rücke immer mal ein bisschen weiter vor. Computer, seht ihr, wie schlecht er ist. Der reagiert überhaupt gar nicht richtig, ne? Und deswegen braucht ihr diese Zorian AI. Energiespeicher brauchen wir. Ach, wozu brauchen wir Energiespeicher? Ich brauche eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Ich komme noch nicht so richtig hinterher, ne? Guck mal, wir haben den jetzt geklaut. Und jetzt können wir auch die Einheiten von der UEF bauen. Weil das ist ein UEF Stufe 1 Techniker. Deswegen baue ich jetzt ein UEF Stufe 1 Bodenfabrikgebäude, dann kann ich nämlich das upgraden und dann kann ich die ganze UEF-Tech bauen. Das ist sehr cool. Da nebenbei upgraden. Mehr Masse bitte. Mehr Masse. Und dann haben wir gesagt,
Wir brauchen Stufe 3 hier, Stufe 3 da, ist fertig. Und jetzt machen wir was Interessantes. Wir brauchen mal 5 Stufe 3 Artillerie, aber nicht, bevor wir nicht 10 Techniker gebaut haben. Okay, oder? Hört ihr es die ganze Zeit, die Laser blitzen? Er hat hier so eine taktische Raketenabwehr. Ihr seht, die leistet ganz gute Arbeit. Stellen uns mal hier hin. Komm schon, Team. UEF hat zum Beispiel so kleine Schildgeneratorfahrzeuge. Die würde ich da gerne mit eingliedern. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Was macht denn unsere... Ah, da ist sie. Und da kommen unsere ersten Stufe 3. Jetzt wird's richtig hart. Pass auf, unser erster Stufe 3 Energiegenerator. Das ist das erste, was ich immer baue. Na, ich einfach hier hin, okay? Ja, die Basis vom Gegner wird ganz gut unter Beschuss genommen. Das ist eine Cybrand. Nee, wie heißen die? Seraphim-Basis. Mhm, okay. Wir sind wirklich ganz vorsichtig hier nur am Vorrücken, wie ihr seht. Guck mal, der hat ein paar Leute abgesetzt. Wir gehen hier mal rein und machen die weg. Und in der Zwischenzeit ist das denn wahrscheinlich gleich abgegradet, Stufe 3. Und dann haben wir hier Stufe 3 Überlegenheitsluftkampfjäger raus. Und zwar mit dieser Patrouillenroute hier. Dann kann uns in der Luft gar nichts mehr. Hier sind wir jetzt gleich. Da sind noch 2 Stufe 3 Typen. Commander wird angegriffen. Ja, aber mein Commander, der hält einiges aus. Da habe ich gar keine Angst. Oh, guck mal, das ist ein Stufe 2 Sturmpanzer. Der hält jetzt schon ein bisschen mehr aus, wenn er gegen den Commander kämpft, ne? Commander wird angegriffen. Aber wir können den Commander auch gleich mal upgraden. Das ist vielleicht auch bald soweit. Und da geht der nächste Transporter. Oh, der fliegt da gerade weg, der Fucker. Ah, ja, 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 ja. Okay, komm. Was macht unsere Masse? Gucken wir mal hier. Zack, unsere Leute auf dem Haufen, bitte. Das ist das Gebäude, was wir geklaut haben. Und jetzt haben wir gleich die Stufe 3. Das Problem ist jetzt, ne, wir bauen Stufe 3 Gebäude, haben aber noch nicht Stufe 3 Economy. Deswegen zieht sich das ein bisschen. Ich muss hier parallel hardcore noch ein bisschen die Massenspeicher upgraden, okay? So. Warte mal, was stand denn da? Ich guck mal kurz in den Chat, während wir uns hier diese wunderbare Übersichtskarte angucken. Was stand da? Was schon was Interessantes? Okay. Was ist los, ihr? Überlegt. Einer möchte gerne, dass ihr alle der Forged Alliance Multiplayer Community joint. Großer Trupp aus Westen. Ja, ich schau mal. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Kurz in den Chat geguckt, was ihr da schreibt. Aber wir haben hier zum Glück unsere Stufe 2 Luftabwehr. Die nicht ausreicht. Oh, guck mal, wie ich mich hier fertig machen lasse. Ich passe gar nicht auf. Wir müssen mal mit dem Typen zurückgehen. Plus 18. Ja, dann lass uns das auch noch mal schnell upgraden. Der nimmt uns das hier ein bisschen auseinander. Das ist ja etwas unglücklich.
verdammt. Ja, die drei kleinen Pups-Artillerie-Jungs, die standen da jetzt und haben ganz schön Ärger gemacht. In der Zwischenzeit klaue ich hier diesen... Seraphim-Techniker. Dann kann ich noch mehr lustigen Kram bauen. Aber mein Problem ist vielmehr gerade, dass wir haben Stromproblem, ne? Fixen wir gleich, wenn wir den haben. Wobei, komm, hilf doch mal hier. So, hier haben wir auch nicht aufgepasst. Haben unsere Armee jetzt verloren, aber nicht schlimm. Wir gehen da mal rein. Stellen uns hier einfach doof in die Mitte. Der wird nämlich gerade ausgeschaltet, auch von den Blauen aus dem Süden. Und dann gibt es einen großen Wumms. Aber ihr seht, die KI ist furchtbar. Der Typ bewegt sich gar nicht. Das ist sein Hauptcommander. Der müsste eigentlich total durch die Gegend laufen und alles regeln, aber der macht gar nichts. So, okay, gucken wir mal hier im Norden. Was macht unser dilettantischer Versuch hier? Okay, die nehmen wir wieder ein, alles gut. In der Zwischenzeit generiert ihr Strom, ihr seid gleich fertig und dann ist das hier wieder im coolen Bereich. Bitte, zumindest. Hier ein Massegenerator drauf. Ui, wir haben irgendwie Ressourcenprobleme. Naja, ich habe es lange nicht mehr gespielt, bin nicht mehr so drin. Was ist denn vielleicht die Stufe 3 Jäger-Geschichte hier zu teuer, dass ich die... Patrouillieren hier fleißig. Sind nur zwei, aber die sind jetzt auf Stufe 3 natürlich viel besser, wie ihr seht. Guck mal, der hat Verfolgung aufgenommen. Wo ist er? Da ist der böse Blaue. Und da kommt jetzt... Zack, vorbei. Stufe 3 Jäger, keine Chance. Was macht ihr? Ihr steht da ein bisschen doof? Okay, wir sind wieder auf einem grünen Zweig. So, hier, dieser fette Energiegenerator macht dann so viel Energie wie alle anderen Gebäude, die wir bis jetzt in diesem Spiel zusammengebaut haben. Das wird dann mega gut. Und das Coole ist ja, dass wir später Energie in Masse umwandeln können. Natürlich zu einem sehr, sehr schlechten Kurs, aber immerhin. Und wir sagen jetzt gerade mal, Jungs, strengt euch mal an. Wir haben zwar gar nicht genug Ressourcen hier links oben, aber guck mal, wenn ihr schon in der Nähe seid und jetzt auf einmal, wham, plus 2700, jetzt geht's los. Jetzt können wir hier wirklich... Wo sind denn die fehlenden Massegeneratoren, die noch nicht auf Stufe 3 sind? Du zum Beispiel. Und parallel können wir mal ganz kurz unserem ACU sagen, dass er eine coolere Knarre kriegen soll, okay? Der wird jetzt hier verbessert. Das dauert eine ganze Weile, kostet auch Ressourcen, aber die haben wir gerade. Und dann haben wir hier schon unseren Stufe 3. Jawohl. Unser erster, wo ist er? Nee, die erste mobile schwere Artillerie ist noch gar nicht fertig. Sie ist im Begriff, fertig zu werden. Sieht gut aus. Sind wir hier schon auf Stufe 3? Jetzt, ja. Und hier sind wir auch schon auf Stufe 3. Wenn wir Doppelklick machen, sehen wir, die sind alle schon auf Stufe 3. Hier unten fehlt noch einer. Und gut sieht's aus. Jetzt würde ich die coolen Einheiten rauspumpen. Wir können als erstes... Jetzt können wir richtig viel machen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Wir können mega gut Stufe 3 Luftabwehr machen. Diese SAM-Werfer, die sind der Killer. Brauchen wir, falls die experimentelle Einheiten hier anfangen zu pumpen, ne? Und das tun sie auch. Wie wir hier sehen, haben wir schon einen Zar. Das ist eine fliegende Untertasse, die ist ziemlich mächtig. Independence Day-Style. So einen fetten Laser unten raushauen. Hier sehen wir, der Grüne hat sich nach Norden expandiert und hat hier schon einen ausgeschaltet. Hier nur noch Überreste zu sehen. Blau, baust du experimentelle Einheiten? Das würde ich gerne wissen. Blau ist UEF. Ist selten aggressiv, eher defensiv. Und ja, wir müssen, glaube ich, Angst vor Grün und vor Gelb, besonders vor Gelb hier. Gut, wobei der Zar... dauert noch eine ganze Weile, bis der fertig ist. Nur eine Einheit kümmert sich darum, das dauert zu lange.
wir reagieren. Und zwar, indem wir direkt nochmal gucken, ob wir unseren Commander... Ja, so ein Mikrowellenlasergenerator klingt doch gut. Wollen wir den noch hinterher schieben? Der braucht 2500 Energie. Es ist... Wie lange dauert das? Drei... Nee, komm, wir müssen das... Der ist zu hart. Wir müssen ganz kurz weiterbauen hier. Als erstes baue ich gerne immer das hier. Das ist das Quantum Gate. Im Quantum Gate kann man neue von diesen Hauptrobotern bauen, ne? Von den Obermechs. Zwar nicht 1:1 den Super-Obermech, aber ähnliche. Die fast so cool sind wie der Hauptman. Das Ding bauen wir hier gerade. Was wir parallel auch brauchen, ist immer mehr Strom. Was ich dann immer gerne mache, ist hier eine fette Produktion starten einfach. Zack, zack. Und das lasse ich dann nebenbei laufen. Und irgendwann habt ihr so viel Energie, dass ihr die Massefabrikatoren bauen könnt. Die verbrauchen, wie man hier jetzt links sieht, dann 3500 Energie. Das ist ungefähr anderthalb mal so viel wie einer dieser Generatoren. Aber dafür kriegt ihr 12 Masse. Das ist ganz gut, weil Energie ist ja quasi unerschöpflich durch diese Generatoren. Aber Masse ist eine erschöpfliche Ressource. Die geht nur auf diesen Massepunkten. Okay, läuft ganz gut. Und jetzt haben wir 5 Leute damit gleichzeitig beauftragt, dann funktioniert das auch nämlich. Und er hier, ganz alleine, hat auch schon fast die Hälfte von unserem Gate fertig. Und mittlerweile auch schon eine ganze Menge von den Leuten. Okay, wer klaut da unsere gelben? Pass auf, wir müssen mal schauen. Hier ist ein Stufe 1 Techniker, den werden wir mal kurz hier hinschicken, dass der ein bisschen Ärger macht. Dann haben wir jetzt hier Stufe 3. Jawohl, jetzt geht's nämlich los. Hier haben wir so ein kleines Cliff. Ich würde das mal ganz kurz befestigen, indem ich hier einen Stufe 3 Techniker hinschicke. Das gleiche weiter südlich. Und da können wir dann auch unsere mega guten Artilleriegeschütze schon mal platzieren. Sind ein bisschen langsam und teuer. Aber gut. So, dich bitte auch auf Stufe 3. Jetzt, wo wir langsam gut Ressourcen haben, wie ihr hier oben seht. Ich schicke nochmal Verstärkung zum Bauen. Ja, während die... Mal gucken, ob die ankommen. Ich gehe mal in die Übersicht. Ja, genau. Tabs sagt gerade, dass die... Ja, man kann die auch nebeneinander bauen, dann verbrauchen die weniger verschiedene Gebäude. Ihr seht das hier. Wenn ihr Generierungs, sagen wir es mal so, Gebäude baut. Ne? Seht ihr, dass hier so kleine Linien entstehen. Die supporten sich gegenseitig. Wenn ihr die aneinander baut, dann... Oh, hier haben wir aber was verloren. Der ist der falsche Typ. Du hier bitte. Bau das mal wieder auf. Das ist doch hässlich. Okay. Da ist wohl irgendwas reingeknallt. Und da schlagen meine ersten Artilleriegeschosse ein. Seht ihr das? Da kommt das nächste. Achtung, mal hier Nahaufnahme. Und weg. So läuft es dann. Also, jetzt wo wir Energie haben, können wir Schildgeneratoren bauen. Nee, fuck, das konnten bei Cyber... Ah, nee, warte. Wie war das denn nochmal? Hatten die die nicht? Tarnfeldgenerator. Da ist er doch. Okay, und es ist ein recht kleiner Schildgenerator, wie man hier sehen kann. Ich werde den mal hierhin platzieren. Und dann verfahre ich meistens so, dass ich meine Brückenköpfe dann so, ne, Schildgenerator reinknallen, dann sage ich, okay, damit er auch stehen bleibt, brauchen wir hier 2 Luftabwehrgeschosse. Und falls irgendjemand... Boden angreift, setz hier auch noch die Verteidigung rein. Das sind erstmal die Basics. Ein taktischer Raketenwerfer, Abwehrwerfer könnte da auch noch hin. Und dann läuft das. Und der zieht das dann von alleine durch. Und dann haben wir hier gleich eine coole Verteidigung. Da unter den Schild würde ich dann natürlich gerne auch die Arti setzen. Die stellt sich dann hier hin. Und das sieht dann schon ganz geil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Und dann geht das Spiel nämlich langsam los.
Hier das Gleiche. Bitte einen Schildgenerator hier hinknallen. Wir brauchen Luftabwehr, falls irgendwer auf dumme Ideen kommt. Wir brauchen Stufe 2 Bodenverteidigung. Cybern hat keine gute Stufe 3 Bodenverteidigung. Und es läuft. Wo ist mein... Da. Okay, und jetzt pumpen wir unendlich viele Stufe 3 Tech-Bots raus. Und was wir noch machen, ist folgendes. Wir bauen einen Tech 3 gepanzerten Hilfskommando-Bot. Ach, da können wir auch unendlich von raushauen. Der Stufe 3 Techniker, der das hier fertig gebaut hat, kann ja was anderes bauen. Wir könnten zum einen strategischen Raketenwerfer bauen. Das machen wir mal, oder? Wir bauen einen Nuke. Wo bauen wir die hin? Egal eigentlich. Ich will sie hier hin. Wir bauen einen Nuke, okay? Was haltet ihr davon? Hier, das ist immer noch nicht fertig. Das müssen wir im Auge behalten. Das haben wir wirklich ein Problem. So. Beide auf Stufe 3. Wir könnten ganz gut mehr Masse gebrauchen. Er klaut die hier gerade vorbildlich. Und eigentlich müssten wir hier rein expandieren, in die ehemalige Basis von dem Typen. Das machen wir auch gleich. Das sieht gut aus. Was machen meine Flieger gerade? Haben die irgendwie... Ah, nee, alles gut. Ich schicke kurz diesen Typen dahin, dass der das klaut. Okay? Jetzt haben wir's. Haha. Ja, da dürfte keiner durchkommen jetzt erstmal. Zumindest keine... Oh ja, das wird spannend. Jetzt greift Blau, setzt zum finalen Schlag an. Gegen den Commander hier. Eine Point Defense ist noch dabei. Den Laden hier zu verteidigen. Aber der graue Commander setzt an zur Verteidigung. Ja, ihr seht das. Unbeschränkte Feuerkraft. Was hier beschränkt ist, ist die Intelligenz alleine. Er steht einfach nur dumm rum. Den kriegen sie immer noch trotzdem nicht down. Viel zu zaghaft, ne? Mit diesem einen Kanonenboot wird das nichts. Aber bei uns sieht's gut aus. Wir können jetzt langsam, ihr seht hier, wie wir die Angriffe einer nach dem anderen ausschalten. Geht das eigentlich mit dem Mike? Weil ich gehe hier manchmal zu weit rüber. Gelb schaut gefährlich aus, sagte Erich. Ja, Gelb sieht gefährlich aus. Gelb kommt jetzt hier auch mit einer Stufe 1 Armee. Da würde ich gleich mal sagen, da stellen wir unseren Commander gleich einfach mal unter ein Schild und der regelt das, okay? So, dann haben wir hier... du baust den... Haben wir irgendwo noch Stufe 3 Techniker? Oh ja. Hier stehen Stufe 3 Techniker, die wir gerade nicht brauchen. Ich würde mal... Ja, das können wir parallel jetzt langsam mal machen. Wir bauen mal diese Massegeneratoren, von denen ich gesprochen habe. Die können wir nämlich jetzt ganz gut gebrauchen. Wir gehen hier auf Stufe 3 mit dem Luftkraftwerk. Und jetzt sind die... Wo ist der dritte? Da kommt der dritte Typ. Nee, das war falsch. Das ist eine Artillerie. Die wollte ich gar nicht wegziehen. Du wolltest... Ich wollte die drei Techniker. Und da habe ich sie und baue jetzt hier nebenan die Massegeneratoren. Ach, was heißt nebenan? Ich nehme mal ein bisschen Platz hier rein. Komm, machen wir das wieder mal schön symmetrisch. Ja. Yep. Und dadurch, dass die Informationen vorwärts ziehen. Oh, da ist eine Stufe 3 schwerer Angriffsbot. Ich muss aufpassen, ist doch gar nicht so.
Aber wir haben unsere eigene Dosis. Stufe 3 Angriffsspots. Die stellen sich hier an die Klippe. Das wird mega cool aussehen. Und dann ist er auch vorbei. Ihr seht, die Dinger sind dann auch schon ein bisschen langsamer, dicker, bulkiger, ne? Die sind cool. Weiter geht's. Ihr seht hier, die drei Jungs bewegen sich gerade, den Auftrag zu erledigen. Unser Nuke-Silo ist zu 50% fertig. Und unser erster Unterstützungsbot ist auch fertig. Fast fertig. Ah, schön entspannt. Ich mag das, wenn die Computer manchmal nicht so smart sind. Bisschen smarter wäre schon gut, deswegen zeige ich euch gleich die Zorian AI, wie versprochen. Aber zum Warmwerden, ich habe das jetzt ein paar Monate nicht gespielt oder Jahre, bin ich ganz froh, dass ich keine kapitalen Fehler gemacht habe hier. Ja, das sieht gut aus. Unsere Bots gehen in Position. Weitere Bots werden hier konstruiert. Das dauert ein bisschen. Aber da kommt neue Masse. Oh ja. Habt ihr das gehört? Das war Stufe 3 Bomber. Glück gehabt, dass wir die ausgeschaltet haben. Okay. Grün kommt mit Stufe 3 Bombern. Da muss man aufpassen. Wenn man keine Schilde hat, führt das zu Problemen. Wir haben aber sehr viele Jäger. Das ist nicht schlecht. Und unser erster Superbot. Hallo, ich bin der Superbot. Jetzt können wir das Krasseste der Welt machen. Wir könnten jetzt experimentelle Einheiten bauen. Aber, wisst ihr was? Dazu haben wir zu wenig Masse gerade. Wir müssen hier warten. Wenn die Produktion erstmal angelaufen ist, parallel zu der Energieproduktion, dann ist Ende Gelände, massetechnisch. Die Aeon übrigens, das sind keine Aeon. Wo haben wir denn Aeons? Die hier, die können übrigens einen unendlichen Massegenerator bauen, als experimentelles Gebäude. Ziemlich cooles Ding. Wollen wir mal, meint ihr, wir kommen da, meint ihr, das klappt? Wisst ihr was? Ich habe so ein bisschen Schiss. Ich grade mal schnell unseren Superbot hier ab, okay? Schaffen wir, kein Problem. Vielleicht geht ihr schon mal. Sind gar nicht in Reichweite. Ich ziehe die mal da vorne hin. Es ist ganz gut, dass unsere Jäger hier immer über die Luftabwehrkanonen drüber wegfliegen, aber das ist nur Stufe 1. Die können gegen Stufe 3 Jäger so gut wie nichts ausrichten und die werden dann hier einfach landen und sich regenerieren. Kein Problem. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, da die natürlich genau von meiner verwundbaren Ecke her angreifen. Hier, über eine Generatoren, die halten nichts aus. Das wird sogar eine Kettenreaktion geben, falls da was einschlägt. Ohoho, da unten kommt gleich der nächste. Ja, das sieht aber interessant aus. Wisst ihr was? Vielleicht sollte ich auch Stufe 3 Bomber. Ich meine, ich kann sie mir gar nicht leisten. Aber egal. Okay, wie ihr hier seht, versuchen wir mal in Position zu gehen. Ich marschiere da gleich einfach. Ich glaube, die Hälfte davon sind nur irgendwelche Luftabwehr. Na okay, das meinste sind Stufe 1 leichte Panzer. Wir sehen hier vereinzelte Stufe 3 Angriffsbots, aber das sollte kein Problem sein. Wir sind hier gleich in Formation und dann marschieren wir einmal durch und ich glaube, das sollte ausreichen. Die paar Jungs. Okay, los geht's. Wir lassen sie auf uns zukommen. Ich renne da jetzt nicht rein. Was macht ihr denn? Na gut, renne ich doch rein. Ja, sie haben sich wieder in Position begeben. Ihr seht, das ist jetzt natürlich, die haben krass viele Schilde.
Aber ich glaube, die haben keine Chance. Das sieht gut aus. Von oben sieht das denn so aus? Wisst ihr was? Ich sag denen mal, die sollen sich ein bisschen bewegen, weil dann werden die nicht so stark getroffen. Und dass sich der Gegner gerade eh zurückzieht. Ja, ich glaube, der hat begriffen, dass er hier nicht durchkommt. Übrigens, Stufe 3 Artillerie schlägt ein. Das sieht so aus. Wunderschön. Ja, die fliehen, das stimmt. Aber meine Leute sind so langsam. Die kommen nicht hinterher. Ich lasse sie mal hier stehen. Und jetzt müsste langsam unser Masseproblem gelöst sein, oder? Minus 34, was ist da los? Ja, jetzt haben wir's. Ja, jetzt könnte ich das reclaimen, das stimmt. Hier ist jetzt überall sind Wrackteile. Und wenn ihr richtig tryhard geht, dann müsst ihr da mit euren Technikern hingehen und das hier alles einsammeln. Das geht sogar automatisch, aber ich bin da jetzt viel zu faul zu gerade. Ich sehe nämlich hier unten kommen Stufe 2 Gatling-Bots. Vielleicht sollten wir mit unserem Chef mal da runter gehen. Chef, bist du bereit? Nee, noch nicht. Bist du bereit? Okay, dann nehmen wir unseren Deputy-Chef. Chef ist bereit. Chef kann jetzt auch da unten hinkommen. So, und ihr seht die Cybern-Abwehrkanone. Die ist nicht unbedingt mega effektiv. Aber in Kombination mit unserer Artillerie und allem kommen die hier nicht weit. Kann so gut wie gar nichts, diese Abwehrkanone, ne? Diese Laser. Oh ja, der hat aber gesessen. Ja, unsere Artillerie hat das gemacht. Sehr gut. Gute Wahl, die so früh zu bauen. Whams. Da halten die Schilde dann auch nicht lang. Okay, plus 45 Masse. Lass uns da nicht aufhören. Lololo. Und hier ist es sehr, sehr uneben. Da baue ich einfach mal. Irgendwann gen Ende ist mir dann auch egal, wie das aussieht, weil dann geht es nur noch darum, hier den Platz ein bisschen auszunutzen. Und wir bauen ja jetzt eh experimentelle Einheiten. Und dann ist der Drops gelutscht. So, unser Techniker kann hier mal mithelfen. Wir haben ja jetzt übrigens das Atomsilo gebaut und automatisch werden da Atomraketen konstruiert. 5 Stück fast das Silo hier. Es gibt auch das entsprechende Pendant dazu, das Raketenabwehrsilo. Hoffen wir mal, dass der Gegner keine hat, aber wir setzen gleich ein paar Nukes. Hier seht ihr, unsere Bomber leisten ganze Arbeit. Werden verfolgt von diesen UEF-Transportschiffen, keine Ahnung warum. Die sollten gleich von unseren, weil sie hier in unser Territorium eindringen. Und da kommen schon die ersten Stufe 3 Abwehrjäger. Du, 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 du. Und da geht das Ding down. Hier kommst du nicht durch. Ist nicht. Da dreht er ab, aber zu spät. Und seht ihr, wie der Roboter. Er fällt. Wow. Weil der war unten dran geheftet. Es war ein Transportflugzeug. Und da sind dann die Dinger auch unten angeheftet. Und jetzt haben wir die restlichen Gebäude von diesem grauen Typen hier ausgeschaltet. Jetzt ist der Typ so gut wie alleine. Und sieht so aus, als hätte mein Bomber jetzt irgendwie ihn ins Target gefasst und würde ihn jetzt so lange nerven, bis der down ist. Aber selbst so ein T3-Bomber, warten wir mal, wie viel zieht er ab? Oh, doch. Oh. Oha, er zieht eine Menge ab. Das dauert nicht lang, der ist er tot. Okay. Unser Hilfsroboter baut jetzt die erste experimentelle Einheit. Und zwar ein Monkey Lord. Monkey Lord. Auf Deutsch heißt der Spinnenbot. Originalname ist ein bisschen sympathischer.
ich frage mich gerade, was da explodiert ist. Da hatte ich kurz Angst. Okay, das hier wird jetzt langsam gefährlich. Hier unten keine experimentellen Einheiten zu sehen. Und blau als letzter kann auch nichts. Okay, gelb ist am gefährlichsten. Also, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir marschieren einfach mal mit diesen Angriffsspots runter. Hier hin und gucken mal, was passiert. Guck mal, seht ihr, wie viele Bots hier auf dem Haufen sind? Wollen wir da mal... Oh, das... Wo ist mein Bomber? Da ist mein Bomber. Ich würde gerne da eine Bombe reinbombern, okay? Wollen wir uns das mal angucken? Er dreht ab. Yeah, neue Koordinaten. Das ist halt die KI, ne? Die ballt dann auch ihre, weil die ist so dumm. So, pass auf, Bomber. Zum Anflug. Da ist er. Da ist er. Da kommt, da seht ihr ihn, da oben, da oben. Achtung, Bombe kommt, Bombe kommt. Voll daneben, du Honk. Alter, du solltest hier rein und du knallst. Aber ihr seht, ne, er hat ordentlich was erwischt. Hat ordentlich was erwischt. Wo ist er jetzt? Oh, jetzt fliegt er genau über die gegnerische Basis. Das ist somit das Dümmste, was man machen kann. Aber, wie wir gerade sehen, hat er so gut wie keine Verteidigung. Also, oh, da haben die Stufe 1 Jäger jetzt Verfolgung aufgenommen. Pass auf, wir setzen eine Bombe noch ab. Mitten in die Basis. Das hat gesessen. Die war richtig schön. So möchte ich meine Bomben sehen. Denn hier noch eine in die Mitte. Der wird aber alt. Stufe 3 Bomber. Achtung, da fliegt sie. Voll daneben. Voll daneben. Naja. Jetzt expandieren wir unser Hoheitsgebiet. Unseren Anspruch. So. Jetzt sagen wir, alles, was östlich ist, gehört uns. Und alle, die daran zweifeln, werden jetzt überzeugt mit Lasern. Und wenn endlich meine Flieger hier das mal auch realisieren, dass sie jetzt nach, in die Richtung fliegen sollen, dann wird auch dieser nervige, dieses nervige Kanonenboot hier. Ah ja, geht ruhig weiter. Gelb ist da, kein Problem. Haben wir den Monkey Lord fertig? Noch nicht ganz. Okay, wir warten kurz auf den Monkey Lord und alles. Rip Bomber. Ich höre ihn doch noch. Er ist immer noch hier. Da, seht ihr, er hat nicht mehr viel Energie, aber wisst ihr was, den holen wir hier raus, oder? Kriegen wir den noch? Kriegen wir den hier raus? Komm, bitte hier oben einmal landen. Ach, da. Oh, ja, den kriegen wir da raus. Ja, ja. Wir sind in der blauen Basis drin, keine Gegenwehr. Nicht wirklich Gegenwehr. Ich schieße jetzt einfach mal auf den Bot, auf den Hauptbot. Sind hier noch Verteidigungen? Nee. Gut. Ja, seht euch das an. Ich kann diesen... Ach Mann, es ist traurig, ne? Aber da werdet ihr mir gleich so mega dankbar sein, dass ich euch diese KI gleich zeige, die das Spiel mega gut macht. Wo ist der Monkey Lord, wird gefragt. Hier ist der Monkey Lord. Monkey Lord ist gleich fertig. Beziehungsweise sagen wir hier, Buddy, hilf mir mit. So, also, du machst immer noch dein Ding. Wir haben hier, oh, seht ihr das? Da haben wir kurz nicht aufgepasst. Hier ist gerade
der Commander explodiert. Seine ganze Basis ist down und damit haben wir jetzt das Kommando übernommen über den Ostteil der Basis und unser Monkey Lord geht los. Unser Support Bot wird upgraded und zwar mit einer geilen Knarre. Monkey Lord regelt das alleine, oder? Monkey Lord? Monkey Lord! So, wisst ihr, was der Monkey Lord kann? Der kann gut schießen. Pass mal auf, das gucken wir uns hier an. Monkey Lord, du... Geh mal in die Richtung. Ja, ihr wartet wahrscheinlich genauso gespannt wie ich darauf, dass er seine dicke Kanone da oben anschmeißt und jetzt endlich hat er's. Ja, das ist halt. Ja, Monkey Lord hat mal eben diese Armee auseinandergenommen und hat nicht viel Energie verloren. Und jetzt schicken wir den Monkey Lord. Wisst ihr, ich habe fast Bock, das Ding zu sehen. Wir greifen zuerst. Wir haben so viele Stufe 3 Abwehrjäger, das wird mega gut. Wir lassen ihn den bauen. Wir gehen jetzt mit dem Monkey Lord weiter nach Südwesten. Hier rein, mitten in die Basis. Hier hingehen wir. Was macht unsere Atomrakete? Wir haben zu viel Feuerkraft. Unsere Atomrakete ist gleich fertig. Ja, Leute. Am Ende ist ein Aufräumen angesagt, ne? Ihr habt Lufthoheit, seht ihr, haben wir. Rot regelt das. Alle, die oder ansatzweise in diese Richtung navigieren, werden abgeknallt. Einzelne Bodeneinheiten ziehen hier sehr, sehr langsam. Wobei, da sehen wir das erste Mal eine Stack 3 Artillerie vom Gegner. Das ist ein Sniperbot, die sind auch gar nicht schlecht. Okay, die Qualität der Einheiten nimmt zu beim Gegner. Aber wir haben einen Nuke. Und die scheint jetzt auch fertig zu sein. Komm, wir nuken den. Das ist so weit weg. Ich glaube nicht, dass der Abwehr hat. Ich bin zu faul zu gucken. Seid ihr bereit? Nuke ist raus. So. Die fliegt jetzt in Orbit. Das Witzige ist tatsächlich, also sie ist jetzt physisch im Spiel, ne? Das ist nicht einfach nur eine Animation. Wenn jetzt tatsächlich diese Nuke hier runter geht und zufälligerweise da jetzt ein Flugzeug sich genau drunter befindet, dann würde diese Nuke das Flugzeug sprengen. Ist alles schon passiert. Ihr seht, wie sie fliegt. Kommt gleich an. Monkey Lord, du kannst schon, das ist gleich vorbei da im Südwesten. Und jetzt ziehen wir uns das... Oh, das sieht... Pass auf, jetzt dieses grafische Feuerwerk. Zum einen, mal hier, Standardentfernung. Wir schauen uns das mal aus dieser Standardansicht an. Die Nuke kommt. Achtung, wo ist sie? Oh nein, der hatte eine fucking Nuke-Abwehr. Wo das denn? Ernsthaft? Da habe ich nicht mit gerechnet. Okay, Monkey Lord, du... Ist doch. Ach, wie ärgerlich. Ich habe voll damit gerechnet, dass er keine hat. Da ist sie. Tech 3 strategische Raketenabwehr. Da hat er sie gebaut. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Wahrscheinlich hätte ich sie hier hin. Naja, sieht alles ganz gut aus. Hier seht ihr, wie seine Armee, die wir gerade noch beobachtet haben, sich in Rauch auflöst. Ich kann ja nebenbei einfach auch noch mal eine experimentelle bauen. Wie wäre es mit einem... Oh, das ist natürlich das Krasseste. Ah, das dauert halt auch eine halbe Stunde. Ne? Wir müssen mal gucken. Ich baue vielleicht noch den experimentellen Megabot oder wie der hier heißt. Das kriegen wir noch hin. Die beiden Jungs dürfen auch helfen. Und Monkey Lord. Monkey Lord macht sein Ding. Wir könnten rein theoretisch auch diesen
Launcher, Nuklearraketenlauncher, beschleunigen. Wir beschleunigen aber lieber die Produktion von... Oh, jetzt haben wir aber ein Problem. Was ist denn mit unserem Strom? Einmal ganz kurz gucken. Bauen wir langsam zu viele von den Dingern, ne? Na, egal. Das pendelt sich schon ein. Wir haben Monkey Lord. Keine Angst. Ihr seht, hier stimmt was nicht, ne? Wir verbrauchen gerade mega viel. Aber da das hier der letzte ist, dürfte sich das... Nee, was ist hier los? Habt ihr einfach aufgehört? Daran liegt das. Ihr sollt hier weitermachen. So, dann gibt's wieder Energie. Okay, Monkey Lord hat langsam das Zielgebiet erreicht. Ich würde jetzt auch mal meine Bomber staffeln. Das sind die hier. Ein kleines bisschen expandieren lassen in die Richtung. Lass sie hier schon mal anfangen, die Outskirts ein bisschen Platz zu machen. So, was wir jetzt natürlich auch machen können, was ich endlich hätte schon lange machen sollen, ist mal so eine Hilfskommandoeinheit hier runterschicken, dass sie den ganzen Kram hier einnimmt, ja? Das ist nämlich Masse ohne Ende. Monkey Lord, arrived. Gepanzerte Hilfskommandoeinheit wird auseinandergenommen vom Monkey Lord innerhalb kürzester Zeit. Und die geht mit einer Nuklearexplosion hoch. Na klein nur, aber egal. Ja, okay. Ein Monkey Lord alleine ist natürlich ein bisschen übermütig. Der wird jetzt down gehen. Aber das war es wert. Das macht tierisch Spaß. So. Die nächste Atomrakete ist fast fertig. Und wo ist das UFO? Oh, warte mal. UFO ist fertig. Das UFO wenigstens. Jawohl. Oh, wieso hast du nur so wenig Energie, UFO? Bist du dumm? Ihr seht, wo das UFO langgedüst ist. Es ist einmal hier. Mit dem... Oh, das haben wir verpasst, oder was? Und jetzt fliegt das wieder nach Hause, nur weil es ein bisschen beschädigt ist. Bist du doof, UFO? Pass auf, wir knallen das UFO jetzt ab. Über der... Kriegen wir es hin? Über der Basis. Alle Jäger... Warte mal, willst du mich verarschen? Ach, keine Ahnung, wieso der jetzt hier in seiner eigenen Basis? Pass auf, wenn der runtergeht, na, dann ist das eine harte Nummer. Ich versuche die Kamera hier ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was der gerade macht. Das ist das, was ich meine mit der KI. Warum sein UFO da... Aber ihr seht, meine Jäger kommen. Meine Jäger eröffnen das Feuer. Oh, da gehen die... runter. Und dann steckt das Teil hier auch mega cool. Hammer, oder? So, jetzt würde ich aber sagen, wir müssen mal kurz unsere Leute hier abziehen, dass sie da nicht... Hier, geh mal hier hin und halt mal die Line hier. Okay? So sieht das aus. Ah, ihr dürft aber auch... Was mache ich denn hier eigentlich? Egal. So. Jetzt ist es nur noch ein UO, sagt Marvin Weishaupt. Ja, der ballerte gerade auf seine... Könnt ihr euch das erklären, was da gerade los war? Warum? Also, naja. So, pass auf. Also, wisst ihr, was wollen wir machen? Wir haben gesagt, wir wollten hier noch die fetten Monkey-Dinger zu Ende bauen. Atomrakete ist auch gleich fertig. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, worauf wir schießen. Hier dieser... Warte mal. Hat er platt gemacht? Hat er das Ding nicht mehr? Jetzt gucken wir vorher einmal. Seht ihr irgendwo ein Tech-3 Raketenabwehrsystem? D
da. Tech-3 strategische Raketenabwehr wird gerade erst gebaut. Das sagt uns, er hat keins, wenn er das gerade baut, weil zwei würde er nicht bauen bei dieser kleinen Fläche. Plus dieses Raketenabwehrsystem muss erstmal einen entsprechenden Antiflugkörper herstellen. Das dauert ähnlich lang wie eine Atomrakete zu bauen. Also ist der Weg frei. Wisst ihr was? Haben wir hier noch? Ja, der Junge hilft mal mit. Ich baue Atomraketen. Ja, geh ruhig dadurch. Unsere Masse geht mega rapide runter, weil wir übertreiben es total mit diesen Hilfseinheiten, die sind schon hardcore. Aber ihr seht schon, was daraus kommt, ne? Der mega Spinnenbot. Und ey, wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann habt ihr noch nicht mal die Spitze des Eisberges gesehen, was hier diese krassen experimentellen Einheiten angeht. Das ist echt der Hammer. Ich meine, ich habe es kurz gezeigt. Hier ist dieser, wie heißt der, Marv oder sowas auf Englisch? Skessis auf Deutsch. Das ist so eine mobile Rapid Fire Artillery. Das Teil ist so der Hammer. Das ist halt, dauert eine halbe Stunde zu bauen. Dann haben wir hier einen fliegenden Soul Ripper. Heißt im Englischen auch so. Das ist ein riesiges Kanonenboot. Dauert auch gar nicht so lang. Können wir hier nach nochmal bauen, falls wir das überhaupt noch brauchen. Was macht unsere Nuke? Ja, gleich fertig. Die Abwehr ist auch fertig, aber ich sag dir, da ist noch nichts drin. Wir dürfen jetzt nur nichts ver... Oh, jetzt haben wir mal ein Problem. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Sehr gut, guck mal, jetzt kommt er hier. Mega Shit. Wir haben ein Problem. Jetzt haben wir aber eine richtig fett. Okay, wo sind meine Bomber? Alle Bomber, bitte. Wo treibt ihr euch rum? Uiuiuiuiui. Wisst ihr was? Ich versuche die Nuke schnell loszuwerden, bevor. Okay, die Nuke ist. Das ist der gelbe, ne? Ey, wisst ihr was? Nee, wir müssen das machen, weil da haben wir nicht geguckt, ob der eine Abwehr hat. So, und das ist jetzt richtig scheiße. Der wird hier ein nach dem anderen. Eieieiei. Der hat so eine magnetische Hand. Seht ihr das? Manchmal zieht der die Roboter einfach ran und crusht die in seiner. Der hält einiges aus. Oh ne, gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Ah. So, bei denen lohnt sich das denn richtig, wieder die Masse zu recyceln. Cool, das hätten wir geschafft. Da die Nuke kommt gerade an. Wir haben keine Verteidigung mehr. Und das war's grün. Und ist das nicht... wunderschön. Jetzt hier nochmal von der... Hier, so sieht das aus. Das ist eine Übersichtskarte. Links unten leuchtet es nur. Und das ist einfach der Hammer. Wenn man ganz dicht reingeht, kriegt man eine... Wow. Von weit weg sieht es auch gut aus. Nee, sieht scheiße aus. Aber ja. Das war grün. Und das ist eine Nuke. Und das macht mega Spaß. Und jetzt ist unser anderer Spinbot fertig. Setze ich mal in Bewegung. Das ist der Soul Ripper, den können wir nebenbei noch schnell raushauen. Und während die schon loslegen, schicken wir unsere Leute schon in die Richtung. Haben wir noch ein paar Bomber? Ja, wir haben noch ein paar Bomber. Müssen die alle repariert werden oder so? Nee, ne? Euch geht's gut. Ich habe das früher sogar Multiplayer gespielt. Da war eine ziemlich fiese Taktik, die Bomber Assassination. Ihr sucht einfach den gegnerischen Kommandobot, da ist er. Ne, das ist er nicht, das ist eine experimentelle Einheit. Wo ist der Junge? Da ist er. Lanette! Volle Energie,
Steht nicht unter dem Schild, aber jetzt könnten wir rein theoretisch einfach allen unseren Bombern hier diesen Angriffsbefehl geben. Und ihr seht, wie viele Bomber wir haben. Das sind 7 Stück. Das reicht vielleicht nicht aus, aber es ist eine Menge. Und 7 kleine Stufe 3 Mini-Atomarsprengköpfe hier in die Basis könnte auch alleine schon ordentlich Zerstörung und Verwüstung mit sich bringen. Alleine dadurch, dass die Energiegeneratorgebäude, klein als auch groß, immer mit einem ziemlichen Wumms sich verabschieden und dann gerne auch mal so ein bisschen von der Basis mitnehmen. Schauen wir mal, ob die Bomber hier einfach ungestört durchkommen. Ja, mehr oder weniger. Passiert nicht viel. Gucken wir mal, ob das klappt. Der Computer rafft nichts. Hier steht er, bewegt sich. Die Bomben kommen. Achtung! Oh, wir haben ihn. Ja, es hat gereicht. Oh, ist das wunderschön. Ah. Wird immer ein bisschen braun. Bei jeder Nuke immer so eine Farbnuance brauner. Im Gesicht. Und ausgeschaltet. Ja, und wenn man den Commander ausgeschaltet hat, dann braucht man sich um nichts mehr kümmern. Dann ist das Ding gelaufen. Der Drops gelutscht und hier geht unser super Kollege noch. Haben wir gar nicht im Einsatz gesehen jetzt. Ja, ja. Guck mal, wir gehen mal ins Hauptmenü. Okay. Und jetzt gehe ich mal hier raus und bereite euch mal was vor. Und zwar, ganz kurz, gehen wir mal ins Vollbild hier. Da seht ihr mich. Ich muss mal ganz kurz die Zoriana Eye für euch raussuchen. Ah, da ist sie auch schon. Da kann ich euch das Ganze zeigen mal. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht, deswegen pass auf. Das hier, ja, bei meinem Desktop, ich meine, mittlerweile gibt es ja Supreme Commander auch bei Steam. Aber die Zorian AI, wie war das nochmal? Einfach nur doppelklicken, oder was? Ach, guck mal, er hat es direkt. Ach, das ging ja einfacher, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste jetzt noch manuell den Pfad suchen. Aber der Installer hat tatsächlich selber gemerkt, wo das Spiel ist. Include Handicap Plugin, okay, klar, können wir machen. Und das ist sie. Wenn ihr die haben wollt, das ist schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob man die noch im Internet findet. Aber wenn ihr die haben wollt, und die ist echt gut, ich zeige euch gleich, was die kann, dann schreibt mir eine E-Mail. Ich schicke euch die einfach. Die ist nur, was ist die groß? Guck mal, 600 Kilobyte. Die kann ich euch per E-Mail schicken. Aber hier seht ihr auch gerade, ne, was das Ganze kann. Das steht jetzt hier auf Englisch. Aber ich weiß gar nicht, ob wir Zeit haben, das nochmal zu demonstrieren. Ja, Forged Alliance Forever, da habe ich auch schon viel von gehört. Sagt ihr gerade im Chat? Ich starte mal, um zumindest zu schauen, ob die Installation geklappt hat. Ja, wie läuft das eigentlich mit Forged Alliance? Ich sehe das immer am Rande, dass eine aktive Community zu Forged Alliance bzw. Supreme Commander noch ja, existent ist. Und wie geht denn das? So, wir gehen mal hier rein. Und dann, wenn ihr hier auf Gefecht geht, müsst ihr jetzt, wenn alles geklappt hat, hier die Zorian AI sein. Ist sie aber nicht. Wieso ist sie das nicht? Habe ich was falsch gemacht? Guck mal, Sushi kommt und schon funktioniert nichts mehr. Die haben ihren eigenen Client, einfach auf die Webseite, sagt Script. Das wollte ich wissen, weil irgendwie sowas habe ich geahnt, das mit dem Client oder sowas. Interessant. Das werde ich mal, beziehungsweise ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich habe es nie ausprobiert, weil ich Angst habe zu verlieren. Die Leute, die jetzt noch Supreme Commander spielen, sind doch die absoluten Ober-Tryhards, die genau die Build-Order seit 10 Jahren die gleiche machen alles. Ich würde gerne einen haben, der genauso schlecht ist wie ich. Spiel neu starten, habe ich gerade gemacht übrigens.
Warte, wir gucken noch mal ganz kurz. Wir gucken noch mal ganz kurz. Eine Sache muss ich noch mal checken. Vielleicht, dazu gehe ich kurz hier. Hat er wirklich die richtige... Ich glaube nämlich, mich recht zu erinnern, war es nicht so, dass die ursprüngliche CD-Version oder DVD-Version, die hat, glaube ich, eine andere Executable als die Steam-Version. Und ich glaube, das ist das Problem der Zorian AI. Wenn ich mich recht erinnere, gucken wir mal kurz. Ich versuche gerade meinen Explorer zu starten, aber da ich mittlerweile so viele Festplatten drin habe, dauert das manchmal ordentlich. Okay, wir gehen kurz in die Steam-Library, in die Steam-Apps. Und ich guck mal ganz kurz. Bin gleich wieder bei euch. Nee, wir sind falsch. Oder? Das müssen wir auf C machen. Ich bin gleich bei euch. Wie viele Festplatten denn, fragt jemand. Das Maximum, was ich an Slots, warte mal. 6. Nee, das eine ist ein DVD-Laufwerk. Ich muss ganz kurz einmal in den Programmordner zu Steam. Wieso ist die Zorian AI Mod? Ach, da ist sie, okay. Steam Apps coming. Ich meine, das könnt ihr jetzt euch auch gerne mit angucken, was ich da mache. Und dann hier in Game Data ist das Ding drin. Hat er doch eigentlich alles richtig gemacht, oder? Ach ja, das muss ich auch noch dazu sagen. Ganz wichtig, das steht hier, das funktioniert leider nicht mit Custom Maps. Ne? Also es müssen jede Map, damit diese künstliche Intelligenz funktioniert, müssen da verschiedene Wegpunkte auf der Karte gesetzt werden und so weiter. Das funktioniert nicht einfach per se mit jeder Karte. So, wir probieren jetzt nochmal was manuell. Und zwar würde ich gerne... Wir kopieren die jetzt nochmal manuell, weil er hatte jetzt hier da reingeknallt. Aber das wollte ich ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Supreme Commander Forged Alliance. Oder glaubt der Supreme Commander ist 379 Kilobyte groß? Hat er doch nicht richtig gefunden. Denn eigentlich ich muss mal kurz suchen, wo das ist. Wir gucken mal, es gibt da noch... Ich habe es auf D installiert. Ja, guck gerne mal, ich habe da ein riesiges, mega gut unaufgeräumt. Wo finde ich denn jetzt hier Minecraft direkt in Steam Library rein installiert zum Beispiel? Donkey Kong ist da auch irgendwie drin. Ach, das habe ich auch nie weitergespielt. Ja, kein Wunder, wenn du dich hier versteckst. Wo sind nochmal die Spiele? Sind die unter Common? Ja. Und dann S wie Supreme Commander. Da. Und das in Game Data rein, manuell. Und jetzt starten könnte, würde ich als vielversprechend bezeichnen. Gucken wir mal. Danke für eure Tipps. Ich habe schon gefunden. Guck mal, wusste ich doch, dass es da ein Problem mit der Steam-Version gab. Früher habe ich nämlich so eine DVD-Version besessen. Ich habe die im... Oh, wartet mal. Ich hab eine Supreme Commander 1 als auch eine Supreme Commander 2-Version mit Originalunterschrift von Chris Taylor an zwei unterschiedlichen... Events konnte ich den mal zum jeweiligen Spiel treffen. Wir gehen ins Gefecht.
Und jetzt haben wir die Zorian AI drin. Seht ihr das? Dann habt ihr hier im Dropdown-Menü. Hier wieder die Cheat mit X. Das lasst ihr. Seeding ist lame. Die ist schon so gut. Und zwar nehmt ihr, das hier sind die Standard-Dinger, die schon vorher drin waren. AI Zorian. Und die gibt es mit verschiedenen Presets. Und ich nehme mal adaptiv. Das kann alles. Aber wenn ihr wisst, das ist der einzige Nachteil dieser KI. Zum Beispiel, wenn ihr eine Inselkarte wählt oder sowas in der Richtung und dann stellt ihr nicht ein, dass die sich auf Wasser konzentrieren soll, dann ist sie auch nicht mehr so gut. Ihr müsst tatsächlich dieser KI schon ungefähr eine Richtung vorgeben oder ihr wählt adaptiv. Ansonsten checkt die das auch nicht. Aber das könnt ihr dann hier auswählen, so viele ihr wollt, und dann macht das richtig Spaß. Die greifen dann mal von der einen Seite an, lenken euch ab und kommen dann von der anderen. Die machen richtig Druck, die bauen krasse Basen, die expandieren gut, die stehen nicht blöd rum und vor allem sind die fix. Die sind richtig gut. Die cheaten nicht, wie gesagt, das macht hier die KIX immer bei Supreme Commander, mit dem X hinten, wisst ihr. Und wenn euch das zu billig ist, dann könnt ihr das natürlich auch cheaten lassen. Was ich euch jetzt empfehle, krasseste Map meiner Meinung nach, ist hier, wie heißt die? Müssen wir mal kurz suchen. Diese grüne. Es gibt so gute Maps. Wenn ich sie raushol, wisst ihr ganz genau. Ach, die meint er, natürlich. Die beste Map der Welt. Die, da ist sie. Setons Clutch. Mega gute Map. Ihr seht hier 4 im Norden, 4 im Süden Startposition. Das heißt, ihr könnt sie mega gut im Team spielen. Was ich immer mache, ist also 4 adaptive KIs hier reinsetzen und hier alleine starten. Oder da. Dass mir diese ganze Insel gehört, das macht so einen Spaß. Ihr seht hier, wir haben alles. Wir haben östliche See, westliche See. Wir haben hier eine Landzunge, alles ballt sich. Es macht so einen Spaß, hier eine Verteidigungslinie aufzubauen und die aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig kommen die mit Luft und ihr habt hier im Hinterland genug Möglichkeiten, eure Ressourcen noch weiter auszubauen. Mega gut. Ist wirklich echt Hammer. Das kann ich empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist natürlich hier klare Sicht. Wenn ihr gegen Computer spielt, denn ich zumindest brauche da nicht unbedingt Nebel des Krieges. Ich sehe dann gerne, ob der Gegner gerade experimentelle Einheiten baut oder nicht. Deswegen klare Sicht bedeutet kein Nebel des Krieges. Erforscht bedeutet unverständlicherweise übrigens Nebel des Krieges. Lasst euch da nicht irritieren. Ansonsten ist hier alles relativ normal. Ich hatte schon überlegt, Mod-Manager da nochmal reingehen, aber hier sind nur so kleine Standardsachen, nichts wirklich Besonderes. Ansonsten ist das Supreme Commander. Findet ihr gut, oder? Jetzt sind wir fertig geworden und haben noch ein bisschen. Ach, guck mal, da habe ich tatsächlich die Lieblingsmap nicht nur von mir gewählt. Und in der Mitte liegen 7000 Masse rum und sowas. Ja, ja, richtig. Es gibt natürlich dann auch manchmal Gebäude noch auf Arkade oder Überreste. Ansonsten würde ich sagen, ich meine, kennt ihr den hier? Den habe ich extra, den habe ich komplett vergessen. Eigentlich wollte ich euch nicht persönlich, wo seid ihr hier? Vollbild. Ist auch kein Sound, ne? Ist ein bisschen entspannter. Aber kennt ihr den noch? Den wollte ich, habe ich noch für mich extra wegen Supreme Commander nochmal rausgeholt. Das Ding. Und ich habe auch Batterien drin. Soll ich mal anmachen? Ich lasse ihn aber ins Mikro sprechen. Pass auf, der ist mega laut. Er hat zwei verschiedene. Der sieht halt aus wie der Supreme Commander ACU. Hammer, oder? Was? Das, den habe ich in den USA gekauft, deswegen spricht der Englisch. Und dann fängt er an zu blinken, ne? Und dann, also alles, was er kann, ist sich hier bewegen. Seht ihr das? Und dann muss ich aufpassen, weil er sonst runterfällt. Super Ding. Habt ihr es gesehen? Hier kann man Rauch reintun oben in das kleine Löchlein. Und dann kommt aus seinem kleinen Mund hier vorne Rauch raus. Mega gutes Ding. Super Geschenk, außerdem seine Hände. Er kann Sachen festhalten. Hier. Tut fast weh, wenn man sich da mit dem Finger. Gutes Teil. Ist nämlich das Originalteil, was ich und wahrscheinlich auch ihr damals zu Hause hattet. Ist ganz schön.
gutes Ding. Hat mich an Supreme Commander erinnert. Damit wollte ich eigentlich einsteigen und ich habe gerade erst gemerkt, dass ich das komplett vergessen hatte. Ja, richtig. Guck mal, Apoplex hat aufgepasst. Es ist nämlich genau das Teil, was ich beim Flohmarkt bei der E3 gekauft habe. Für ein Schnäppchen. Die Teile kosten, ich meine, Originalverpackung habe ich noch, die kosten 50 bis 100 Euro, wenn ihr die aktuell bei eBay kauft. Ich habe das für $20 gekriegt, das Teil. Deswegen habe ich den auch direkt mitgenommen, weil ich das schon wusste, dass das ein Schnäppchen ist. Hattest du in Rot? Die gibt's in Rot? Das ist also ein Räuchermännchen. Das ist, ja, aber das, ihr kennt das. Das ist dieser Rauch damals aus den 80ern, wo man erst ein bisschen Öl in sein Spielzeug reinmachen musste, damit das raucht. Dreadnought finde ich ganz okay, aber neben World of Tanks für mich schwierig, das auch noch zu zocken. Aber ich mag Weltraumfights. Wenn es noch ein bisschen komplexer wäre, würde ich es vielleicht sogar regelmäßig spielen, Dreadnought. Sah gut aus. Ich soll jetzt mit der KI spielen. Ja, kann ich ja nebenbei machen, oder? Du hattest eine Godzilla-Figur, die rauchen konnte. Nicht schlecht. Retro-Smoke, don't breathe that. Ja, das riecht auch immer extrem. Komischerweise funktioniert das nicht mehr. Anfangs hat er noch sehr, sehr gut geraucht, der Roboter. Aber dann irgendwie, jetzt raucht er nicht. Ich mach nochmal an. Leute, ich habe irgendwie, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt für 15 Minuten nochmal Supreme Commander zu starten. Deswegen präsentiere ich euch jetzt hier eine Haltung. Oh ja, seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe ein bisschen Rauch austreten. Aber viel zu wenig. Anfangs hat er das viel besser. Ey, ey, ey! Außer Kontrolle, muss ausschalten. Ja, seht ihr den? Boah, boah, ja, das ist, ja. Als hätte ich eine Fahrradkette gebissen. Ich glaube, ich kaufe jetzt erstmal Supreme Commander, sagt Sascha Rittger. Das kostet bestimmt auch nicht viel. Hollywood hatte den in Gold, das glaube ich nicht. Den gibt es doch nicht in Gold, echt? Hammer. Sicher, dass der nicht von innen verkokelt? Nee, absolut nicht sicher, das mag sein. Angriffsmodus, ja, ja. Aber mehr kann der wirklich nicht, das ist mega krass. Und, also das ist ja nur, wisst ihr was, oh, pass auf, ich zeige euch was. Das passt thematisch. Das passt wirklich thematisch. Ich zeige euch einen anderen Roboter. Ich zeige euch einen Roboter von 2019. Der wurde hergestellt, auf der Messe gezeigt und denn hierzulande für 60 Euro sollte der verkauft werden. War sofort krass ausverkauft, hat dann 200 Euro gekostet und sich jetzt auf 100 Euro eingependelt. Ein Spielzeug, ein Teddybär. Ich zeige ihn euch. Den werde ich mir vielleicht, also vielleicht nicht mir, aber so, wie heißt er nochmal? Und zwar die Firma heißt Furreal. Kleines Wortspielchen. Und wenn ich da jetzt, ich glaube, ich habe es gefunden. Dann gucken wir jetzt mal rein und gucken uns den Furreal TV-Spot an. Ich lasse ihn mal hier im, ne? Guckt euch das mal an und sagt mir, wie, ob ihr das auch so gut findet. Aber der kostet halt 100 Euro, ne? Das ist Kabi, mein Knuddelbär von Furreal. Ich habe ihn so lieb. Ich füttere ihn. Guckt euch mal die Mechatronik da drin an. Das ist besser als Gremlins. Seht ihr, was? Ich spiele Kuckuck mit ihm. Und wer der müde was der kann? Macht er seine Augen zu und schläft. Der hat einen Schlafmodus. Hilft mir mit Musik beim Einschlafen. Kabi. Hammer, oder? Von Furreal. Du bist mein bester Freund. Ja, meiner auch. Aber sowas von Hammer-Ding, Hammer-Ding. Finde ich mega gut. Kanntet ihr das schon? Weil das gibt es tatsächlich, also 2019 war es auf den Messen. Es ist relativ neu. Nicht mehr ganz so neu. Aber der kostet 100 Euro. Pass auf, ich zeige euch noch die anderen, wo wir schon dabei sind. Mega gute Dinger. Der Affe ist noch ganz gut. Und der, wie heißt denn der? Es gibt noch so einen Papagei. Ich würde natürlich jetzt gerne den offiziellen Spot
schwierig gerade. Ich meine, ihr könnt gerne mit reingucken, denn was ich gerade suche. Hier ist nämlich der Affe. Aber krass ist auch der, also ihr seht, was es alles gibt, aber der Papagei ist auch mega gut. Ich will den offiziellen Werbes... Ist er das? Toys Market? Seht ihr, wie der sich bewegt mit den Augen und alles? Der kann tatsächlich nicht so viel wie der Bär. Im Werbespot ist man natürlich schnell getäuscht. Aber der Bär, der kostet tatsächlich nicht ohne Grund doppelt so viel. Der hier kostet mich nur 50. Die zeigen gar nicht, wie... Doch, da, man kann den füttern. Und der macht richtig... Nam, 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 nam. So, wo ist denn hier... Ich gebe nochmal nur for real ein. Oh, guck mal, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja, das ist nämlich das Ding. Er hat verschiedene Zonen, wo man ihn anfassen kann. Und je nachdem, was ihr denn da, wenn ihr ihn dann da kitzelt oder so, dann reagiert der. Und okay, der ist jetzt nicht so Hammer. Aber das war der, wo wir bei Robotern waren, ne? Ich meine, Hammer, oder? Ich habe das erst letztens gesehen. Und das ist wirklich. Ich habe einen Wackelkontakt, sagt ihr. Ja, das kann gut sein. Hier sind so viele Kabel. Danke, lieber Chat. Wo wackelt's denn? An meinem Mikro oder am Computer? Ach ja, Tiger King. Habe ich übrigens angefangen zu gucken, Basti Tech. Die erste Folge. Und fand's ganz unterhaltsam. Ist schon ganz cool. Der Stream. Hm? Okay, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, der Ton ist jetzt wieder gut. Aber das nur am Rande. Das war doch der Hammer, oder? Wollt ihr jetzt auch so ein Ding? Die Teile waren dann kurzfristig ausverkauft und dann habt ihr natürlich ein Problem. Dann sind die im Preis hochgegangen. Und 100 Euro für so einen Bär, ne? Wie gesagt, ich könnte auch... Wollen wir mal... Können wir hier mal bei Shopping reingehen? Der Dino hier kostet 40. Da ist er. Den gibt's auch nicht günstiger. Das ist... Ich habe schon geguckt, ob wir den irgendwie... Isn't. Den kriegt ihr leider nicht. Was es da alles gibt, ne? Also 100 ist wirklich schon die Speerspitze der Teddybär-Technologie, auf jeden Fall. Aber hier mit 30 Euro seid ihr schon dabei. Leider, der Affe ist, glaube ich, nochmal mit 50. Und da ist dieser Parrot, der Papagei. Der ist echt gut, weil der die Sachen, die ihr sagt, aufnimmt und verzerrt wiedergibt. Richtig cool verzerrt, sodass sich das anhört, als würde der Papagei euch nachäffen. Kann ich mir vorstellen, dass es für Kids mega lustig ist. Boah, haben die viele verschiedene, ne? Ja, und der Papagei hier mit 76, ich weiß gar nicht, ob das denn... Ja, doch, hier 72. Der hat nämlich, wie heißt der? Pauli. Den würde ich euch gerne noch einmal zeigen dann. Gehen wir mal zu YouTube. Pauli Furriel. Da ist er. Hey Eltern, seht euch dieses unterhaltsame Spielzeug von Hasbro an. Ganz ehrlich, sorry, nach dieser Einleitung, wollen wir das Video überhaupt gucken? Das war ja wohl... Boah, ist das der wirkliche Werbespot? Was ist los? Haben sie da irgendein Kind von der Straße geholt? Muss... Hey Eltern, seht euch dieses unterhaltsame Spielzeug von Hasbro an. Krass, was da für eine Technik drin ist, oder? Ich sag euch, das ist... Wow, wenn sie... Ich meine, wenn die Gremlins rausbringen würden, dann wäre das was für mich. Ich meine, stellt euch mal vor, was da machbar wäre. Alleine die Idee würde einen neuen Gremlin-Film finanzieren. Stell dir mal vor, Gremlins 3. Sie packen Gizmo wieder aus, fahren die gleiche Schiene wie Star Wars, machen voll auf
super süß, dass die Kinder den kaufen müssen, so wie Yoda bei dem Mandalorianer. Und machen so ein Gizmo heißt der, ne? Der Kleine, den man nicht. Und alleine durch den Verkauf von einem mechatronischen Baby-Gizmo würden die nächsten 10 Gremlins-Teile finanzieren, oder? Oh, guck mal, Pepper Woods, oder? Ich will einen Sehtest machen. Aber hey Eltern, seht ihr. Okay, habe ich mich ablenken lassen. Okay, so viel dazu, oder? Ich will ein Baby-Yoda mit der Technik. Ja, Yoda ist ja nicht furry, das ist das Problem. Für so ein kleines Kuscheltier muss es auch irgendwie kuschelig sein. Hast du schon mal Yoda angefasst? Ich weiß nicht, ich stelle mir das eher so borstig vor. Wie so ein Schwein. Weißt du? Yoda? Habt ihr mal ein Schwein gestreichelt? Ja, Baby Yoda kommt auch bald von Hasbro. Das habe ich mitgekriegt. Habt ihr mitgekriegt, was da für ein Hin und Her gab? Das war auch ganz interessant. Yoda fühlt sich an wie ein Pfirsich, sagt Erebos. Was meinst du, ja? Okay. Ich meine, oh, was ich ja auch machen kann, ist ja hier den Chat aufmachen, ne? Was, wenn ich hier Rocket. Oh, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen dürft, deswegen müssen wir mal. Hi Leute, ganz kurz mache ich hier mal den Chat. Wo ist der Superchat? Superchat, Superchat. Hier auf jeden Fall nicht. / Superchat, wenn ich es richtig. Jawohl. Guck mal, jetzt könnt ihr euch auch selber sehen. Da steht ihr drauf. So, Shopping-Stream heute. Nee, das haben nur am Rande. Ich meine, ich habe ja gesagt, ne? Die letzte Viertelstunde nochmal Supreme Commander zu starten. Wir sind vom Timing her ein bisschen doof fertig geworden. Viel zu weiß, sagt ihr jetzt. Kann ich das schwarz machen? Guck mal, bin ich gut, oder? Wie schnell. Warum brauche ich so viel Kopf? Okay. Oh ja, ich sehe schon. Meint die beiden. Das habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht alle. Ja, sag ich euch, ist ganz einfach. Und zwar, also die habe ich von der Arbeit mitgenommen, weil das von der Technik her so läuft, dass ich nicht den Sound des Computers höre, auf dem ich spiele, sondern ich höre den Sound des Streams, damit ich gleichzeitig merke, falls was vom Sound schlecht ist. Deswegen brauche ich dafür einen extra Kopfhörer. Das hier sind meine eigentlichen Kopfhörer, mit denen ich privat spiele. Der hier ist leider kaputt. Den habe ich mal gegen eine Couch getauscht. Von Ian. Wobei, der Deal war ganz gut. Ian hat eh schon seit einem Jahr auf der Couch geschlafen. Dementsprechend wollte ich die nicht wieder haben und habe die ihm getauscht gegen diese Kopfhörer. Die kennt ihr, glaube ich. Die sind recht bekannt. Hübsche Mädels tragen die gerne in rosa bei Streams. Das Problem ist nur, da habe ich mich mal raufgesetzt und dann ist direkt hier das Mikro abgegangen. Ist direkt das Mikro abgegangen, wollte ich sagen. Das ist das Problem. Die waren ganz gut, aber ich glaube, die sind schweineteuer. Und als ich das gehört hatte, habe ich mich sehr gewundert, weil die qualitativ ziemlicher Rotz sind. Da sind so kleine Metallschrauben in Plastik drin, die überhaupt nicht, also ihr wisst, wie eine Schraube in Plastik hält. Wenn man das Ding bewegt, ab und weg, das wird so locker. Ich muss es regelmäßig irgendwie fest. Ich habe auch schon kleine Dinger verloren, plus einmal draufsetzen und schon war das Mikrofon kaputt. Das dazu. Aber sie waren sehr bequem und die Zeit, die ich sie hatte, hatte ich Spaß damit. Und als sie kaputt waren, habe ich die ausgepackt. Die hatte ich noch rumliegen. Und ich weiß auch gar nicht, von welcher Firma die sind. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die sind. Aber die sind ganz okay. Das finde ich ganz praktisch. Da kann man nämlich, wusstet ihr das? Ist mir auch mal aus Versehen. Da kann man hier das Mikrofon, seht ihr das hier vor der weißen Wand besser? Das ist dieses Mikrofonteil. Das kann man abmachen. Und wenn ihr einen 9mm Klinkenanschluss in eurer Wange habt, dann könnt ihr das hier weiterverwenden. Mega praktisch. 2 zum Preis vom 1 quasi. So viel dazu. Ansonsten habe ich eigentlich nichts Interessantes im Hintergrund. Ne?
Ja, die ollen Latten da, die will ich, aber das ist so anstrengend. HyperX, heißt das so? Ich habe keine Ahnung, wovon sprichst du? Ja, das ist tatsächlich, ist das eigentlich so eine Interims-Zockecke gewesen. Aber ich irgendwie, ihr kennt das ja, irgendwann sitzt man hier ganz praktisch und dann will man auch nicht mehr weg. Ich glaube, ihr hört mich gar nicht, wenn ich meinen Kopf ständig bewege, ne? Ich sollte das lieber lassen. So, sieht aus, als hättest du es im Sommer schön warm in der Butze. Ja, das stimmt. Aber nicht so schlimm, wie ich es erwartete. Ich habe hier drüber noch einen Dachboden, der fängt das meiste auf. Die Marke der Kopfhörer, das hier, keine Ahnung. Ich meine alle verschiedene. Die blauen sind von der einen Firma, die schwarzen von der anderen und die grünen von noch einer anderen. Nee, im Sommer geht man nicht ein. Alles gut hier. Ich habe auch das Fenster hier hinter mir. Ich habe genau gegenüberliegend noch ein Fenster, das sogar noch größer ist. Da kann ich mega krass Durchzug machen. Nee, ihr braucht kein Mitleid haben, dass es hier richtig warm wird. Ich habe außerdem extremst viele Techniken, um Getränke zu kühlen. Und Gerätschaften, um meine Getränke kühl zu halten. Der Ragehammer ist immer Griff. Ach so, ja, das war. Ich musste hier für euer Entertainment vorher etwas anbringen. Deswegen der Hammer. Der Mann weiß, wie er seine Getränke kühl hält. Ja, das war vielleicht, soll ich das ausführen, falls es euch interessiert. Ich meine, gleich. Die Zeit eh rum. Vielleicht das noch als letzter Lebenstipp. Es gibt so, warte mal, habe ich das Ding? Ich hole euch das, ich zeige euch das mal. Warte mal, wenn ihr das seht und nicht kennt, werdet ihr mir. Warte. Das Ding hier. So, nehmen wir mal an, ihr habt ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und dann habt ihr hier dieses Gelöt. Das ist so eine Hülle aus Neopren oder so und da drin sind so quadrantförmige, seht ihr das? Kühlaggregate. Die gehen einmal rum, das sind 4 Stück und das kommt aus dem Gefrierschrank, ist dann gefroren und wenn ihr dann da eure Flasche reinballert, dann ist sie von einer Schicht Eis umgeben und das hält mega lange warm. Das Ding ist mega gut. Es gibt es noch in anderen Materialien, aber das ist das Beste, was ich hier finden konnte. Es gibt sie noch so mit, so wie diese Kühlpacks, wenn ihr euch verletzt habt oder sowas. Das taugt aber nicht so viel. Das hier, dadurch, dass das diese Thermo-Außenhülle hat, hält das mega gut. So. Ah. Okay, nee, es hält nicht warm, es hält kalt. Habe ich falsch gesagt? Was ich übrigens am liebsten mag, ist, wenn man das Getränk in den Gefrierschrank tut. Da braucht man aber sehr viel Übung, denn man muss die genaue, man darf die Zeit nicht überschreiten. Ich richte mich immer nach Fußballspielen. Es war mal so, man hat mal ein Bier vom Fußball in den Gefrierschrank getan. Und nach dem Fußball war das dann geplatzt. Deswegen weiß ich eine größere Flasche, ich rechne das dann immer hoch, ne? Cola 1,5 Liter geht anders, aber ihr müsst es dann genau wissen. Und wenn ihr die Cola aus dem Gefrierschrank, ihr wisst ja, die ist unter Druck, das bedeutet in diesem Fall ja, dass die bei 0 Grad nicht gefriert, weil der Druck zu hoch ist. Und das bedeutet wiederum, die Cola in der Flasche hat manchmal unter 0 Grad, wenn ihr sie aus dem Gefrierschrank holt. Das ist mega cool, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie denn aufmacht, weil dann normalisiert ihr den Druck und die Cola gefriert in eurer Hand. Das kennt ihr bestimmt, das ist nervig, ganz cool mal anzusehen, aber doof zu trinken, weil ja, ist es ja auch so der Fall, das Wasser gefriert zuerst und dann erst das Sirup. Und dann habt ihr ein ziemlich ungleiches Trinkerlebnis, wenn ihr trotzdem trinkt, obwohl die Hälfte des Wassers gefroren ist, aber nicht des Sirups. Was aber cool ist, ist, wenn ihr
es genau bei 0 Grad habt und draußen das Wasser nicht kondensiert, sondern gefriert. Dann wisst ihr, habt ihr es genau richtig gemacht. Das nur als kleiner Tipp. Also wenn das hier draußen auf 0 Grad hält und das, also wirklich, wenn es genau, ihr müsst da hin und her probieren. Ne? Ihr dürft es nicht zu lang drin lassen im Gefrierschrank. Das wird eine riesige Schweinerei, das wisst ihr. Aber ansonsten, ich guck gerade mal, ob hier noch alles funktioniert. Ich bin relativ glücklich, dass das hier alles so gut funktioniert hat, oder? Hatten wir technische Probleme in irgendeiner Form? Ich glaube nicht. Voll wissenschaftlich wird's jetzt. Ja, selbst, also Getränke kühlen ist ja auch kein Füllefanz, ne? Das ist Drink Science. Cooling Science. Ich lese gerade im Chat, weil sehr viel gerade steht. Bildaussetzer gegen Ende, aber sonst alles cool. Kühlschrank auf 2 Grad drehen ist wahrscheinlich nicht unbedingt ökonomisch. Weil er wahrscheinlich auch eine andere Isolierung hat als so ein Gefrierschrank. Wusstet ihr, dass Gefrierschränke in der Regel weniger Strom verbrauchen als Kühlschränke? Hab ich auch erst letztens gelernt. Finde ich mega interessant. Hast du noch mehr Tipps zum Kühlen? Ich glaube, meine Zeit ist auch langsam rum. Ich muss jetzt einmal kurz... Der gute Jörg meldet sich aus der Regie. Das ist der Mann, der den Finger auf dem roten Knopf hat. Und der schreibt mir gerade, dass wir zum Ende kommen können. Ich habe es geschafft anscheinend. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, den ersten Stream hier von meinem Home Cave. Cave Office. ja, ich und Robotron verabschieden sich. Ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Wie gesagt, entweder spricht er oder er macht dieses nervige Ding. Ja, das war's von mir. Ich habe mich schon verabschiedet. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also würde ich sagen, wir sehen uns, glaube ich, morgen wieder zu ähnlicher Zeit. Tschüss, Crunchline, Zukunftsmusik. Alle Namen sind vergeben. Muhitz. Krankenschwester. Bye, Junkie. Your Mutter. Tschüss.